Erst Sauerland, dann Wulff, sollen die Deutschen direkt entscheiden. Darüber reden wir jetzt bei Login. Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Wählst du noch oder partizipierst du schon heute über Twitter? Und bestimmt. Die Frage, ob Wählen von gestern und aktiv Mitreden von morgen ist, beschäftigt seit der Abwahl von OB Sauerland in Duisburg viele. Diese Sendung hier ist zum aktiv Mitreden auf login.zdf.de oder bei Twitter, Hashtag ZDFLogin. Mischt euch jetzt ein, ich zähle auf euch. Offenbar sind ja viele Politiker gerade überrascht darüber, dass die Bürger laut sagen, was sie wollen. Ob Sauerland, ACTA oder Stuttgart 21, die Leute mischen sich lautstark ein. Denn viele Deutsche haben den Eindruck, dass sie sonst nicht mehr gehört werden. Was läuft da schief? Müssen sich die Bürger mehr in der Politik einmischen und vor allen Dingen sollen sie dort mehr mitbestimmen dürfen? Duisburgs Oberbürgermeister Sauerland muss gehen, weil das Volk es so gewollt hat. Auch Bundespräsident Wulff sollte lieber abtreten, würde man auf die Deutschen hören. Will man aber nicht. Direkte Demokratie ist zwar gut, aber bitte nur, wenn es nicht so wichtig ist. Beispiel Griechenland. Fragt man in diesem Fall das Volk, ob es weitere Milliarden für den Rettungsschirm zahlen will? Nein, nein, nein. Stattdessen servieren uns die Mächtigen eine Politik, die zuvor hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wurde. Schluss damit, sagen zum Beispiel die Gegner des Antipirateriegesetzes ACTA und zeigen ihre Stärke. Im Netz und auf der Straße. Lasst uns mitdiskutieren und mitentscheiden, rufen sie. Und zwar nicht nur alle paar Jahre, sondern dann, wenn es uns betrifft. Nein, sagt Jörg Schönbohm. Er ist gegen Volksentscheide auf Bundesebene. Auch der Bundespräsident sollte auf gar keinen Fall direkt gewählt werden. Erst Sauerland, dann Wulff. Soll das Volk direkt entscheiden? Und hier ist die Politik der alten Schule. Herzlich willkommen, Jörg Schönbohm. Na, Herr Schönbohm, schön, dass Sie da sind. Hier ist Ihr Platz. Herr Schönbohm, was ist so schlimm daran, wenn die Bürger in der Bundespolitik endlich mitbestimmen können? Also haben die Bürger bisher nicht mitgestimmt? Sie haben doch mitbestimmt. Immer wieder gewählt. Wir haben große Entscheidungen in Deutschland gehabt. Westbindung, Wiederbewaffnung, Nachrüstung. Das waren alles Entscheidungen, die getroffen wurden in Kenntnis des Bürgerwillens und zum Teil auch gegen Demonstrationen. Und das Beispiel Sauerland zeigt doch, dass die Bürger Bürgermeister abwählen können. Das ist doch in Ordnung. Dagegen habe ich gar nichts. Wir haben auch in Brandenburg, wo ich ja jetzt wohne, Bürgermeister Kegeln wurde das genannt, wo sehr viele Bürgermeister abgewählt wurden. Und ich finde das auf kommunaler Ebene auch vollkommen richtig. Warum sollte der Bundespräsident eigentlich nicht direkt gewählt werden? Weil der Bundespräsident eine Aufgabe hat, aus der eindeutig hervorgeht, dass er über den Parteien stehen soll, dass er als Staatsoberhaupt verbinden und vermitteln soll. Und das hat sich auch bewährt. Das ist eine Erfahrung auch aus der Weimarer Republik. Und wenn der Bundespräsident direkt gewählt wird von der Bevölkerung, hätte er eine stärkere Stellung als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und ich denke, dass das nicht im Sinne der Verfassungsväter ist. Und das ist auch richtig so. Unser nächster Gast findet, dass die Deutschen viel mehr mitbestimmen sollten. Vor allen Dingen, wenn es ums Spitzenpersonal in den Parteien geht. Und da kennt er sich aus, denn die Hauptstadt ist in seiner Westentasche. Hier ist Hans-Ulrich Jörges vom Stern. Hallo Jörges. Servus. Herr Jörges, hat Herr Schönbohm recht? Lasst das Volk bitte nicht überall mitreden? Doch, lasst das Volk überall mitreden. Diese Demokratie, die wir kennen, die repräsentative Demokratie, ist in einer schweren Krise. Die Menschen in einer riesigen Mehrheit vertrauen den Parteien nicht mehr. Sie glauben nicht mehr, dass ihre Interessen vertreten werden. 3/4 des Volkes glauben, dass die Politik auf die Interessen des Volkes keine Rücksicht mehr nimmt. Und nur noch 6% der Deutschen glauben, dass man durch Wahlen die Politik in starkem Maße mitbestimmen kann. Und nun ist es Zeit, dass auf kommunaler und Länderebene gibt es das ja längst, dass auch auf Bundesebene und nach meiner Meinung über alle Fragen direkt abgestimmt werden kann. Es gibt viel Diskussion gerade über Bundespräsident Wulff, eben die Frage an Herrn Schönbohm. Können Sie sich denn vorstellen, den Bundespräsidenten direkt wählen zu lassen? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In Österreich hat der Bundespräsident nämlich auch keine größeren Vollmachten als der Bundespräsident hier. Und er wird vom Volk direkt gewählt. Und das führt nicht dazu, dass in Österreich der Bundespräsident regiert, sondern der Bundeskanzler. Also das ist sehr gut möglich. Die Verfassung sieht vor, die Verfassung soll ja nicht geändert werden, dass der Bundespräsident keine direkte Macht ausüben kann. Das würde sich dadurch gar nicht ändern. Gut, die Diskussion ist eröffnet. Jetzt ist ZDF Info zum Mitreden. Wie ihr wisst, Milena. Klare Statements hier im Studio. Jetzt seid ihr zu Hause wieder gefragt, denn wir wollen eure Meinung dazu wissen.
findet ihr, das Volk soll direkt entscheiden? Seid ihr der Position von Herrn Jörgens, sagt ja, Volksentscheide sind dringend notwendig, auch auf Bundesebene? Oder seid ihr der Meinung von Herrn Schönbaum und findet, nein, nicht auf Bundesebene, in den Kommunen können die Bürger gerne mitentscheiden? Also, die nächste Zeit gehört euch. Ihr stimmt hier ab, mischt euch in die Diskussion ein. Am Ende der Sendung werden wir natürlich wie immer vortragen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Und auch die letzten Tage habt ihr natürlich schon wieder genutzt, auf unserer Seite über direkte Demokratie zu streiten. Und die Stimmung war sehr unterschiedlich. Die meisten von euch fanden aber, dass die Zeit endlich reif ist und haben Aktionen von der Politik gefordert. Nämlich hier, das deutsche Volk braucht endlich einen demokratischen Frühling in Richtung Volkssouveränität. Jawohl, der Wahlbürger sollte den Bundespräsidenten genauso direkt wählen können wie seine Parlamentarier. Manche waren aber auch der Meinung, die Politik kann eigentlich gar kein Interesse daran haben, und weil sie ja Macht abgibt und damit auch manche Sachen wie zum Beispiel der Euro-Rettungsschirm nicht entstanden wären. Und das alles mündet in der entscheidenden Frage, die wir jetzt an Herrn Schönbaum weitergeben, die den meisten von unseren Usern am dollsten unter den Fingern gebrannt hat. Wieso haben so viele Politiker so viel Angst vor dem Volk? Herr Schönbaum, Sie sind eigentlich nicht dafür bekannt, ängstlich zu sein, aber das ist offensichtlich das Bild, was viele Leute über Politiker haben. Also ich glaube, das Bild ist falsch. Es geht nicht um Angst vor dem Volk, sondern es geht darum, wie wir unser Gemeinwesen organisieren. Und zunächst können wir mal feststellen, dass die Demokratie, so wie wir sie haben, sich in Deutschland bewährt hat. Wir sind ein erfolgreiches Land, ist nach dem Zweiten Weltkrieg unter diesen Bedingungen aufgebaut worden. Unter diesen schwierigen Bedingungen ist die deutsche Einheit vollzogen worden. Und wir haben Deutschland Ost und West auch versöhnt. Und das waren alles Anstrengungen unseres Volkes in der großen Gemeinsamkeit. Und das wurde von Parteien beantwortet. Ich glaube, die Politiker haben keine Angst vor dem Volk, sondern sie setzen sich damit auseinander und setzen ja Dinge auch durch gegen die Bevölkerung. Beispielsweise die Nachrüstung in der Bundesrepublik Deutschland war gegen einen Großteil der Bevölkerung. Und sie war erfolgreich und hat dazu geführt, dass im Ergebnis zur Entspannungspolitik erfolgreich fortgesetzt wurde und zur Einheit kam. Herr Schönbaum, aber der User sagt an einer anderen Stelle in seiner E-Mail, direkte Demokratie, logischerweise ist das nicht erwünscht. Das ist doch ein klares Misstrauensvotum den Politikern. Ja, warum logischerweise? Es wird nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Wollen Sie den Bundeshaushalt in direkter Demokratie aufstellen? Wo sind die Grenzen? Und von daher, ich kann nicht erkennen, dass unser System so schlecht ist, dass die Bürger sagen, wie fühlen sie sich repräsentiert. Es ist recht, alle Gruppen werden nicht repräsentiert. Aber alle Gruppen können auch gar nicht mehrheitsfähig zu irgendwelchen Ergebnissen führen, wie sie am Bahnhof Stuttgart 21 sehen. Alle Gruppen sind nicht repräsentiert, sagen Sie. Herr Jörges hat gerade schon ein paar Zahlen gebracht. Es ging so schnell. Wir haben die Zahlen für euch zu Hause noch mal im Überblick. Schauen wir uns an und reden dann drüber. Die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr direkte Demokratie. So wollen 74% mehr Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene. Kann man mit Wahlen die Richtung der Politik beeinflussen? 43% sind überzeugt, dass Wahlen kaum Einfluss auf die Politik haben. Nur 6% meinen, dass Wahlen in starkem Maße Einfluss auf die Richtung in der Politik haben. 6%, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Das ist eigentlich erschreckend. Das ist eine Umfrage vom Stern, glaube ich, auch gewesen. Das ist ein offen. Ja, sicher. Wir machen das seit dieser Art von Umfragen am Jahresanfang seit 2005. Warum ist das so, dass das so eine kleine Zahl ist, dass ein so großes Misstrauen ist, Herr Jörges? Das ist über die Jahre gewachsen. Wissen Sie, ein Beispiel, was die Menschen mit der Politik, so wie wir sie kennen, erleben. Vor der Großen Koalition hat die CDU im Wahlkampf für eine Mehrwertsteuererhöhung um 3% geworben. Das hat sie schwer Stimmen gekostet. Die SPD war für keine Mehrwertsteuererhöhung. Die hat das Merkel-Steuer genannt, scharf dagegen. Dann gehen die beiden eine Koalition ein. 2% hatte die CDU gefordert. 0% die SPD. Hinterher wurde 3% vereinbart. Ja, da fühlen sich die Leute verscheißert. Und zwar zu Recht. Die Menschen wollen, wir leben im Internetzeitalter. Das Internetzeitalter ist interaktiv. Internet funktioniert nur interaktiv. Menschen wollen mitbestimmen, sich äußern und Einfluss nehmen. Und wenn Sie sagen, Herr Schönbaum, unsere Demokratie funktioniert, so wie sie gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten, so erfolgreich sie auch war, die Parteien sind ausgeblutet, die Wahlbeteiligung sinkt dramatisch. SPD hat die Hälfte ihrer Mitglieder verloren seit den 70er Jahren, die CDU ein Drittel ihrer Mitglieder verloren. Bei den kleineren Parteien ist es unterschiedlich, aber das sind die beiden wichtigsten Parteien.
Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl war bei der letzten Wahl so niedrig wie noch nie. Das geht nämlich Richtung 70% nach unten. Bei den Landtagswahlen ging es Richtung 50% nach unten. Bei den Kommunalwahlen ist es weit unter 50% Wahlbeteiligung. In Frankfurt am Main. Bei der Wahl des Oberbürgermeisters waren es ja mehr. In Frankfurt am Main im Jahr 2007 sind nur noch ein Drittel der Wähler überhaupt hingegangen. Und der Sieger hat dann gemessen an der Gesamtzahl der Wähler ungefähr, wenn er ein großes Ergebnis holt, vielleicht 17, 15, 16, 17 Prozent. Also, da regieren Minderheiten, das ist das Problem. Ja, zunächst fangen wir mal mit der Kommune. Ich glaube, es ist unstrittig, dass ein Oberbürgermeister in einer Stadt sehr viel verändern kann. Da gibt es viele Beispiele, wo man merkt, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin hat was verändert. Und trotzdem gehen die Bürger nicht zur Wahl. Da nehmen sie doch etwas nicht wahr, nämlich dass die Leistung, die dahinter steht, und sagen, das ist ja selbstverständlich, das haben wir so erwartet. Ich habe die ganze Zeit zugehört, ich bin im zweiten Punkt. Also ich glaube, auf kommunaler Ebene kann man nachweisen, dass die gewählten Bürgermeister sehr viel verändern können oder sehr wenig verändern, weil sie aus welchen Gründen auch immer dazu nicht in der Lage sind. Der zweite Punkt, den ich auch beklage, das ist einer, der für mich eine grundlegende Frage ist, nämlich, wie sind die Alternativen in der Politik? Die Bundeskanzlerin hat mehrfach gesagt, zu dieser Politik gibt es keine Alternative. Diese Aussage halte ich für falsch. Zu jeder Politik gibt es eine Alternative. Man muss sie erklären und dann begründen, warum man die eine Alternative genommen hat. Zweiter Punkt, die programmatischen Gegensätze zwischen den Parteien sind weggeschliffen. Und darum sagt der Bürger, ob ich die oder die wähle, ist an sich egal. Da liegt, glaube ich, ein Teil des Problems der abnehmenden Wählerbeteiligung. Und das ist ein Signal, was ich gebe. Herr Jörges gerade, da regieren Minderheiten. Das wählen die, die gewählt sind. Die Frage ist, wie wollen Sie den Bürger dann zur Wahl bekommen? Also es gibt in Belgien gibt es eine Wahlpflicht. Wenn Sie nicht zur Wahl gehen, müssen Sie was bezahlen. Den Weg halte ich für falsch. Wir müssen die Bürger davon überzeugen, dass es in ihrem Sinne ist. Und das ist die Aufgabe der Parteien und dazu müssen Bürger auch mitmachen. Und wie schwer das ist, das habe ich festgestellt, wenn man darum versucht, auch junge Menschen zu erreichen und sagen, komm, mach doch mal mit, das ist verdammt schwer. Warum gehen die Menschen, wie Sie sagen, in den großen Kommunen immer weniger zur Wahl? Ja? Wo sie da direkt den Bürgermeister, Oberbürgermeister direkt wählen können. Weil sie keinen Einfluss haben auf die Auswahl des Personals der Parteien. Dass die direkte Demokratie fängt nämlich in den Parteien selbst an. Und es ist längst überfällig, dass das Spitzenpersonal von Parteien, wie übrigens auch Inhalte, Programminhalte von Parteien, von den Mitgliedern, mindestens von den Mitgliedern, direkt abgestimmt werden. Das ist ja inzwischen auch ein bisschen in den Ländern jedenfalls umgesetzt worden. Also in Hamburg beispielsweise ist der CDU-Landesvorsitzende von den Mitgliedern direkt gewählt worden. In Schleswig-Holstein ist der SPD-Spitzenkandidat von den Mitgliedern direkt gewählt worden. Es gibt aber noch viel tollere Modelle, was die Spitzenkandidaten angeht, also nicht die Parteivorsitzenden. Also finde das Modell genau USA, USA sehr gut, jetzt, wie bei Republikanern? Jetzt muss ich ganz kurz ins Netz geben, weil diskutieren ja zu Hause mit und wir wollen wissen, was Sie sagen, Milena. Es geht genau darum, Herr Schönbaum, Sie haben es eben angesprochen, wie kann man eigentlich wieder Wähler mobilisieren? Das fragen sich auch unsere User. Die Politik distanziert sich immer mehr von den Bürgern. Eine direkte Demokratie würde helfen, dem entgegenzuwirken. Herr Schönbaum, nochmal vielleicht ein klares Statement. Was hilft, um dieser Distanz entgegenzuwirken? Ich verstehe nicht die Aussage, die Politik distanziert sich immer mehr von den Bürgern. Es ist für die Bürger auch immer schwerer, Politik zu verstehen, weil Politik schwer ist. Ich kann im Einzelnen gar nicht erklären, ob es richtig ist, Griechenland so oder so zu helfen. Ich weiß nur, dass es eine außerordentlich komplizierte Lage ist. Wir diskutieren. Dann haben Sie ja echt ein Problem, aber wenn Sie Nein, das muss ich anerkennen, dass ich das habe, aber andere haben das auch. Und von daher gesehen sagen die Bürger ja auch, ich kann mich vielleicht darauf verlassen, dass derjenige oder diejenige, der ich vertraue, das richtet. Der Bürger durchschaut das ja auch nicht im Einzelnen. Und jetzt kommt der Punkt, das Internet, was Sie angesprochen haben, glaube ich, ist eine sehr gute Quelle, sich zu informieren. Sie können heute alle Informationen aus dem Internet bekommen, um sich mehr Wissen anzueignen. Und das muss der Bürger dann auch tun, um mit der Politik dann über bestimmte Fragen zu kommunizieren. Reden wir über diese Fragen, über die es dann zu kommunizieren geht. Direkte Demokratie gut und schön, aber hoffentlich geht es dann auch um akzeptable Themen, meint Piratenjäger und hier ist seine Meinung. Und was würde bei Volksabstimmungen rauskommen? Todesstrafe, Folterung, Internetpranger für Straftäter, Ausländer- und Migrantenhetze wie in der Schweiz und Österreich, niedrigere Steuersätze für Vermögende und Kürzung der Sozialleistung für angebliche Sozialschmarotzer? Anderswo würde dann aber mit den öffentlichen Geldern herumgeschmissen werden. Jeder würde nur auf sein privates Wohlergehen schauen und so abstimmen, sagt Piratenjäger. Stimmen Sie zu, Herr Jörges? Überhaupt nicht. Meine ganze Lebenserfahrung in dem Beruf als politischer Journalist ist, dass ich die Mehrheitsentscheidungen von Menschen immer sehr gut nachvollziehen konnte. Ich glaube, dass die Menschen in der Mehrheit
Probleme sehr gut verstehen, dass sie mindestens einen guten Instinkt dafür haben, was gut und richtig ist und was falsch ist oder doppelbödig und was so nicht stimmen kann, was man korrigieren muss. Ich habe ein großes Vertrauen in dieses Volk, in die Mehrheit dieses Volkes. Und wenn mal eine Abstimmung nicht so ausgeht, wie ich persönlich sie hätte, das ist eben Demokratie, dann haben eben die anderen gewonnen. Das ist doch gar keine Frage. Sei Dank. So. Ja, ja. So. Herr Schönborn, Todesstrafe, Folterung, Internetpranger. Wenn das so entschieden wird, dann ist das Demokratie. Gehen Sie d'accord? Nein, es ist eine Mehrheit, die demokratisch zustande gekommen ist, aber sie entspricht der Grundlage unseres Grundgesetzes und von daher gesehen ist nicht umsetzbar. Dann können Sie erkennen, dass der Willen des Volkes, wenn man das mal sagen kann, irgendwo auch Grenzen hat. Und das muss man auch erklären. Ich glaube, für solche Fragen, die eben genannt wurden, glaube ich auch nicht, dass es Mehrheiten gibt. Das ist immer ein Verdacht, der erhoben wird. Das Grundgesetz und damit die Festlegung gegen die Todesstrafe, das Grundgesetzbestandteil kann nicht verändert werden. Das kann man festlegen, dass bestimmte Fragen nicht abgestimmt werden können. Aber wir sehen doch an Stuttgart 21, auch in Duisburg, der Abwahl des Oberbürgermeisters dort längst überfällig, dass komplizierte Fragen, lange umstrittene Fragen durch eine Mehrheitsentscheidung des Volkes entschieden sind. Da ist Schluss und dann kehrt auch Frieden ein. Das sehen wir bei Stuttgart. Das stimmt eben nicht. Es ist nicht Frieden eingetreten in Stuttgart 21. Da hat die Mehrheit entschieden. Das sind noch 100 Baumschützer im Park gewesen. Aber der große Konflikt ist vorbei. Wenn das Volk gesprochen hat, mehrheitlich ist der Konflikt vorbei. Schauen Sie, in Bayern ist über das Rauchverbot mehrfach, lass mich mir noch mal ausreden, jahrelang gestritten worden. Ich bin mit dem Ergebnis des Volksentscheides in Bayern gar nicht einverstanden. Ich auch nicht. Aber dann hätte ich eben, wenn ich in Bayern gelebt hätte, hätte ich eben verloren. So, dann ist es halt so. Ja, aber seitdem der Volksentscheid durch ist, ist auch Ruhe in der Frage. Und das ist auch in Ordnung so. In ganz Europa hätte da überall in Europa nicht geraucht wird, haben wir uns das alle dran gewöhnt. Wir reden nicht über das Rauchen, sondern über die Mehrheitsentscheidung des Volkes. Die haben das Beispiel genommen. Ich will das andere Beispiel. Ich nehme mal Stuttgart 21. Weil Sie das genannt haben. Warum akzeptieren diejenigen, die einer anderen Meinung waren, die Mehrheitsentscheidung nicht? Ich bin auch dafür, dass Mehrheitsentscheidungen verbindlich sind. Haben Sie doch. Ja, wenn die Polizei Leute von Bäumen pflückt. Das sind da 100 Leute, das sind immer welche übrig. Die Grünen, die gegen den Bahnhof fahren. Der grüne Ministerpräsident sagt, er hält sich dran und setzt es um. Der setzt die Polizei in Bewegung. Weil er ein Vertreter des Rechtsstaates ist. Und der Rechtsstaat setzt Herr Schönborn, Grenzen. Gott sei Dank. Warum sollen eigentlich die Bürger jetzt überall mitreden, wenn sie doch gleichzeitig Politiker bezahlen, die das eigentlich tun sollen und dafür gewählt worden sind? Ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir die repräsentative Demokratie ersetzen. Ich bin dafür, dass wir sie ergänzen. Die Bürger wollen auch nicht bei allem mitreden. Es gibt ja Quoren bei Volksabstimmungen, wenn die nicht erreicht werden und die werden häufig nicht erreicht, dann ist eine Frage durchgefallen, dann hat sie die Leute nicht so sehr bewegt. Dann ist es auch in Ordnung. Das Quorum regelt schon mal viel. Wenn aber das Quorum überschritten wird, dann ist es gut und richtig. Ich habe an zwei Volksabstimmungen in Berlin teilgenommen, persönlich. Da ging es einmal um den Religionsunterricht, das zweite Mal um die Aufdeckung der Privatisierungsverträge für die Wasserversorgung. Das zweite war sehr interessant zu sehen. Die Volksabstimmung lief an einem Sonntag. Ich bin am Nachmittag zu meinem Wahllokal gegangen, wo normalerweise auch Parlamentswahlen stattfinden. Und da ging die Schlange zur Tür raus, bis weit raus. Donnerwetter, was das die Leute beschäftigt. Das habe ich vorher beim Urnengang bei einer Wahl dort so nie erlebt. Aber bei der Abstimmung über Fusion Berlin-Brandenburg hat die Mehrheit, haben wir das Quorum zum Teil nicht zustande bekommen. Und die Mehrheit von denen, die die Stimme abgegeben haben, haben im Westen dafür gestimmt und im Osten dagegen und in Brandenburg auch dagegen. Dann ist es gescheitert. Das ist Demokratie, Herr Schönborn. Aber das ist Demokratie. Ich will noch mal einen Punkt sagen. Wenn wir intelligent diskutieren, dann brauche ich sagen, das ist Demokratie. Ich wollte an dem Beispiel deutlich machen, dass es sehr schwer ist, solche Dinge zu vermitteln, wenn es um grundlegende Veränderungen geht. Und die Reformfähigkeit ist außerordentlich schwierig. Das werden Sie vielleicht zugeben. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, Herr Schönborn. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachbohren, weil Sie sagen, das ist Demokratie. Starke Interessengruppen organisieren Mehrheiten für Einzelinteressen. Und weiten wir da mal unseren Blick. Gucken wir mal nach Kalifornien. Die Mormonenkirche, großen Druck gemacht, viele Millionen reingesteckt, in einem eigentlich sehr liberalen Staat plötzlich Homo-Ehe verboten. Irland. Lissabon-Vertrag mit viel Geld eines einzelnen Millionärs bekämpft. Die Schweiz, Minarett-Bauverbot, der Blocher von der Schweizerischen Volkspartei hat sich da ordentlich organisiert, Stimmung gemacht und eine Volksabstimmung gewonnen, die, ich weiß nicht, wie sie in Deutschland ausgegangen wäre. Also wie sieht das aus mit den starken Interessengruppen? Ist das Demokratie oder wo endet dann auch Demokratie? Glauben Sie, dass eine von der Zigarettenindustrie gesponserte Volksabstimmung für freies Rauchen eine Mehrheit finden würde, weil die Millionen dafür
in die Waagschale werfen können. Was glauben Sie denn, Herr Schönbohm? Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Also die Leute sind kritisch genug, das zu begreifen. Also und es gibt auch immer Gegenkräfte, die dagegen wirken und das erklären können. Also ich bin in der Zwischenzeit, aufgrund des Rauchergesetzes nicht Raucher, deshalb bin ich nicht Raucher geworden. Von daher interessiert mich das Thema nicht mehr. Vorbei. Sehen Sie. Ich rauche mal Zigarre, aber ganz ich rauche immer noch. So, zum Zweiten, so. zum Zweiten, das ist doch die entscheidende Frage. Die Sorge, die ich habe, da muss man auch mal diskutieren können, ist, wozu führt das, wenn wir immer mehrere Interessengruppen haben, die versuchen, diese Interessen durchzusetzen, das führt zu einer Radikalisierung und auch Fragmentierung in der Gesellschaft. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Darüber müssen wir mal ernsthaft reden, denn es muss ja entschieden werden und das Leben muss ja auch danach weitergehen. Die Skepsis von Herrn Schönbohm gibt es, glaube ich, auch im Netz. Milena? Richtig. Sie haben hier mit einem Statement gerade die Stimmung in Wallung gebracht. Und da ging es darum, ob der normale Mensch eigentlich wohl intelligent genug ist für die Politik. Und deswegen kommt nochmal eine Nachfrage an Sie. Meint Herr Schönborn also, die normalen Bürger sind einfach zu doof, mehr Mitbestimmung und die Politik heutzutage? Aber das habe ich nicht gesagt. Wenn er so verstanden hat. Also im Chat kam es so an. Es gibt viele Stimmen, die genau jetzt diese Nachfrage nochmal stellen. Nein, vielleicht also, genau das dazu. Wenn das die Auffassung wäre, müsste ich ja sagen, unsere Demokratie funktioniert nicht. Und ich bin genau der Auffassung, unsere Demokratie funktioniert. Und da bin ich dafür, dass wir die repräsentative Demokratie erhalten und weiterentwickeln, dass die Parteien die Alternativen stärker herausarbeiten und die Unterschiede deutlich machen, damit man auch weiß, wofür man wen eigentlich wählt. Und ich habe Sorge, wenn wir diese Dinge weiter aufsplitten und dann auch Bundesebene Volksabstimmung haben über die Frage Haushalt, über Griechenlandhilfe, dass wir dann unser politisches System beschädigen. Gut, also die Frage, wen man für wen, für was wählt und vor allen Dingen, ob man da den richtigen oder falschen wählt, die beschäftigt auch unseren nächsten Kommentar. Und ich glaube, er kommt von Wilhelm. Dass die Medien für mehr direkte Demokratie sind, ist doch klar. Könnten sie damit ihre Macht ausbauen und die Bürger noch mehr manipulieren. Leider fehlt der Journalie noch mehr als jedem Politiker die Moral. Für die Quote und die Auflage wird alles getan. Oft stört die Wahrheit dann nur. Sagt Wilhelm Dietmar. Und auch hier antwortet... Ja, da kann ich nur lachen. Das halte ich für absurd. Und mit dem Argument habe ich mich auch noch nie beschäftigt, was die Rolle der Medien wäre, wenn es direkte Demokratie gäbe. Ich glaube, dass, das kann man ja alles ganz leicht rumdrehen, die Frage der Einflussnahme von Interessengruppen. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viel Einflussnahme von Interessengruppen wie in den Parlamenten, weil es nur in Dunkelzimmern sich abspielt und es niemand beobachten kann. Aber jetzt war die Frage von dem, oder der Kommentar von Wilhelm ja zu den Medien. Und wir haben das ja gesehen in Italien, da hat der Berlusconi einen Haufen Sender und plötzlich hat er dann auch für lange Zeit die Macht und alle wundern sich drüber, was er da eigentlich so lange macht. Also ganz aus der Luft gegriffen scheint der Kommentar wenn es eine Medienkonzentration gibt und es gibt Konglomerate von meinungsbeherrschenden Medien, dann muss man die bekämpfen, das ist gar keine Frage. Dann macht das Kartellamt. Was die wirtschaftliche Konzentration angeht, es gibt ja auch theoretisch, das was in Italien möglich gewesen wäre, wäre hier gar nicht möglich gewesen, schon allein deshalb. Aber es gibt trotzdem natürlich starke Mediengruppen, die kann es geben, die versuchen, die öffentliche Meinung zu beherrschen. Da muss man dagegen kämpfen. Punkt. Gut, fragen wir ins Publikum. Und zwar als Bürger wie als Journalist. Gut, fragen wir den Bürger, denn wir haben den Bürger heute Abend zum Glück wie immer hier sitzen. Und wie immer natürlich bei uns auf ZDF Info in der ersten Reihe. Wie heißt du? Ich bin die Romy. Romy, also, wie ist das mit den Medien? Der Wilhelm hat gerade seine Frage hier eingeschickt und hat gesagt, das ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich glaube, dass weniger die Medien, sondern die Bürger an sich das Problem sind. Es ist ja so, die Bürger lesen die Zeitung, konsumieren Medien und glauben genau das, was die Medien sagen. Und die Bürger machen sich dann natürlich nicht die Mühe, dass sie sich über andere Meinungen informieren oder mal andere Aspekte eben noch konsumieren. Jetzt haben ja viele gesagt, gerade bei der Diskussion um Bundespräsident Wulff, da würden die Medien eine Kampagne machen gegen ihn. Wie siehst du das denn? Das sehe ich genauso. Aha, okay. Ja. Also es ist ja so, die Medien wissen ja, dass genau diese Kampagne gegen Wulff ein gutes Fressen ist für die Medien, weil genau das ist, was die Bürger hören wollen. Und deswegen kaufen sie dann auch diese Zeitungen, weil das genau das ist, was sie lesen wollen. Okay, interessanter Punkt. Vielen Dank. Wie heißt du? Felix. Felix, siehst du auch eine Gefahr, dass die Medien ihren Lieblingskandidaten abfeiern oder abschreiben? Ja, ich denke, das haben wir auch schon in der Geschichte, auch in der neueren Geschichte jetzt gesehen. So geht es um Gutenberg oder auch um andere Politiker, die gefallen sind oder auch Parteien, kleinere Parteien, die in letzter Zeit durch die Medien auch sehr stark beeinflusst worden sind. Ja. Und ich denke, die Medien haben da einen sehr großen Einfluss und auch eine sehr populistische Wirkung. Vielen Dank.
Das geht an uns alle, an ZDF, aber auch an den Stern, Herr Jörges. Was antworten Sie denen denn? Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank gibt es die Medien, weil sonst wüssten Sie Verschiedenes, was Sie jetzt hier als Ihr Wissen unterstellen, gar nicht. Die Medien haben die gefälschte Doktorarbeit von Gutenberg aufgedeckt. Da können Sie dann immer noch anderer Meinung sein. Dann können Sie sagen, der soll im Amt bleiben. Aber wissen täte man es schon gerne. Und aufdecken tut sonst keiner. Und auch den Kredit von Herrn Wulff hat niemand anders an die Öffentlichkeit gebracht als die Medien und seine Halbwahrheit im Parlament. Wie Sie das dann bewerten, ob Sie der Meinung sind, dass was sich in den Medien abgespielt hat, ist gut, richtig oder falsch, da teile ich zum Teil Ihrer Meinung, muss ich sagen, weil ich das selbst kritisch beschrieben habe im Stern. Ich habe da auch Kampagnenhaftes dran entdeckt und vor allem auch Grenzüberschreitungen von Medien festgestellt. Aber dennoch, ohne Medien würde das gar nicht funktionieren. Demokratie würde nicht funktionieren. Wenn Sie die Medien nicht hätten, würden Sie nur noch belogen von Parteien. Gut, aber Medienkampagnen sagen... Ich stelle doch keine Frage. Naja, doch. Nee, Medien stellen nicht nur Frage. Aufklärung, sondern auch Kampagne haben die jungen Menschen. Das gibt es gelegentlich. Gut, damit müssen wir uns dann ja auch auseinandersetzen. Da muss man sich gegen wehren. Von den hehren Grundsätzen des Herrn Jörges abgesehen, gibt es natürlich viele, die auch gerne Quote machen. Und zwar auch deftig. Müssen wir die Kandidaten für die Landtagswahlen zukünftig erstmal ins Dschungelcamp schicken, bevor wir sie wählen können? Also ich glaube, Dschungelcamp ist vielleicht vergnüglicher als Landtag. Anders ausgedrückt, wenn Sie, also ich kenne, das eine kenne ich, Dschungelcamp kenne ich nicht, aber ich höre, dass da Leute gerne hingehen. Was ich meine ist Folgendes. Wenn Sie als Landtagsabgeordneter kandidieren und den Wahlkampf gemacht haben, es gibt ja gerade einen Film, der Hendrik Wichmann, das ist ein Kollege von mir, ein junger Kollege von mir, da wird mal gezeigt, was man da alles machen muss. Und ich möchte gerne mal wissen, wer das eigentlich wirklich alles freiwillig macht. Wir haben nicht genug Leute, die gewillt sind, sich einzusetzen. Und von daher gesehen denke ich, dass diejenigen, die sich für diese Aufgabe aufstellen lassen, kandidieren und diesen Weg gehen, die gehen einen langen, schwierigen Weg. Gegen einen Wettbewerb werden sie ausgewählt von den Parteien, da haben Sie recht. Aber die Bürger entscheiden, welcher Kandidat von welcher Partei dann gewählt wird. Da hätte ich gerne eine Änderung. Entscheiden das die Bürger oder auch die Medien? Und diese Frage diskutiert ihr gerade im Chat. Herr Jörges wehrt sich jetzt hier noch. Okay. Aber jetzt hören wir erst mal, was die Chatter sagen. Das ist eine ganz andere Entscheidung. Ja, auch hier ist die Meinung zu den Medien, die sie in dieser Rolle gespielt haben, eher kritisch. Wir haben mal zwei Stimmen rausgesucht. Billigan sagt nämlich, die Bürger glauben immer weniger, was die Medien sagen. Aber einflussreich sind sie immer noch. Und eine zweite Stimme von Carrick, der sagt, ja, die Gefahr der Meinungsmache durch Medien ist durchaus berechtigt. Aber dagegen hilft Transparenz, und zwar echte. Die Frage ist jetzt, ist das nur die Aufgabe der Medien, diese Transparenz, oder ist es auch eine Aufgabe an die Politik, Herr Schönbohm? Nein, eine Zensur findet in unserem Lande nicht statt, und das ist vollkommen richtig, denn das wäre ein solches Mittel, um da einzugreifen, politisch gesteuert. Nein, die Medien, man muss mehr Zeitungen als eine lesen. Und man kann ja feststellen, dass in den Zeitungen die Meinungsartikel sehr unterschiedlich sind, die Darstellung der Sachverhalte unterschiedlich sind. Und darum ist es wichtig, dass man sich in mehreren Bereichen informiert. Bei den Zeitungen, also bei den Printmedien, bei den Wochenzeitungen, aber auch im Fernsehen. Und von daher gesehen, die Vielfalt der Informationen steht zur Verfügung. Wir sprachen vorher über den mündigen Bürger. Der mündige Bürger muss auch etwas wissen, damit er seine Mündigkeit wahrnehmen kann. Und das ist eine hohe Anforderung, die da gestellt wird. Aber die Medien zu kontrollieren und zu beeinflussen, geht nicht. So, das machen die Käufer. Jetzt sagt Herr Schönbohm gerade, mündiger Bürger und starke Themen hat er, glaube ich, auch gesagt. Die Bundeskanzlerin versucht, beides zusammenzubringen mit einer neuen Aktion, die sie gestartet hat. Sie fragt nämlich, was ist deine Kanzleragenda? Und so sieht das aus. Seit dem 1. Februar 2012 darf man der Bundeskanzlerin endlich mal die Meinung geigen. Auf der Webseite Dialog über Deutschland hat die Kanzlerin Vorschläge eingefordert, wie wir unser Leben in Zukunft gestalten wollen. Die 10 populärsten Fragesteller will sie dann zum Gespräch ins Kanzleramt laden. Hier ein paar der Ideen mit den meisten Votes. Wir dürfen kiffen, was die Lunge hält, sprechen uns mal richtig ehrlich über den Islam aus und eine Knarre darf in Zukunft auch jeder haben. So lauten zumindest einige der Vorschläge in den Top 100. Doch ist es das, was wir wirklich wollen? Sieht so direkte Demokratie aus? Sollte aus jedem spontanen Bauchgefühl ein Volksentscheid und aus jedem Wutanfall eine Abstimmung werden? Ja, spannende Frage. Am Wochenende haben es Tausende Netzaktivisten gezeigt, wie direkte Demokratie aussehen könnte. Und die haben nämlich die Politik zum Hinhören gebracht. Sie sind gegen ein Gesetz, das die Urheberrechte im Internet besser schützen sollte. So, jetzt ist dieses Gesetz erstmal vom Tisch und unser nächster Gast hat deswegen eine stolz geschwellte Brust. Es ist Mr. Netzpolitik im Very Self. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl. Servus. Ups.
sich auf diese Seite. So, Markus Beckett da, netzpolitischer Aktivist der ersten Stunde. Jetzt müssen wir das mal stolz vortragen alles. Sie haben die digitale Gesellschaft auch gegründet. Vor kurzer Zeit der erste, der eine Lobby für das Internet und Netzpolitik für Deutschland geschaffen hat. Erstmal ein Tipp für das Bundespresseamt, diese Aktion mit der Kanzlerin gemacht haben. Was macht die Bundeskanzlerin mit dieser Aktion Ihrer Meinung nach falsch? Also sie macht es schon mal besser als vorher mit ihrem YouTube-Kanal. Sie hatte schon mal vor wenigen Monaten eine Aktion. Man konnte Fragen stellen und andere konnten die bewerten. Und dann hat sie in einem 10-minütigen Interview mit einem Journalisten diese Fragen beantwortet. Aber hat eigentlich so zum Beispiel den bestbewerteten Fragensteller, der eine Cannabis-Reform, die ich für sinnvoll halte, der die gestellt hat, hat sie geantwortet, kommt nicht. Und da fragt man sich natürlich, was bringt das alles? Und deswegen habe ich auch eher so ein Problem mit dieser neuen Aktion. Das ist natürlich schön, wenn es mal mehr Bürgerbeteiligung gibt. Aber was das Bundespresseamt im Moment macht, scheint mir eher wie eine PR-Aktion auszusehen, die einen quasi Dialog simuliert. Weil wenn zum Schluss die Bundeskanzlerin bei allen gut bewerteten Vorschlägen sagt, machen wir nicht, dann sind viele Bürger enttäuscht. Herr Beckett, jetzt haben Sie mit dem Sturm gegen ACTA, dieses Gesetz, das wir gerade unterschrieben haben, Zehntausende auf die Straßen mobilisiert. Was machen Sie denn anders als die Kanzlerin? Was war denn Ihr Geheimtipp? Also unser Geheimtipp war, dass hier eine Jugend auf die Straße gegangen ist. Mehr als 100.000 Menschen in mehr als 60 Städten in Deutschland, die für eine Urheberrechtsreform demonstriert haben. Ein Thema, was lange Zeit von der Politik missachtet worden ist. Ein Thema, was massiv in den Kommunikationsraum Internet, in die Lebenswelt von jungen Menschen eindringt. Und wo die Politik bisher immer gesagt hat, interessiert uns nicht, kümmern wir uns nicht drum. Oder beziehungsweise eher gesagt hat dann, wenn wir uns drum kümmern, dann verschärfen wir die Gesetze, dann greifen wir noch mehr in den Lebensraum von Menschen ein. Und viele junge Menschen waren enttäuscht, haben sich übers Internet vernetzt, haben mobilisiert und waren erfolgreich, zumindest im Moment. Das Gesetz ist nicht vom Tisch, es ist ein Abkommen. Das Europaparlament wird im Sommer darüber entscheiden, aber auf einmal werden wir gehört. So, jetzt reden wir und diskutieren wir gleich darüber, aber vorher holen wir uns noch die Meinung von Christian mit ins Boot, Hesi. Ich denke, Bürger wollen nicht nur irgendwie mitsprechen und partizipieren, wie es oft so schön heißt, sondern viele wollen auch was bewirken, richtig mitentscheiden. Wenn die Bürger merken, dass ihre Stimme Gewicht hat, steigt die Zufriedenheit, sagt Christian Edom. So, viele wollen mitentscheiden, sagt Christian. Keinen Dialog simulieren, sagt Markus Beckedahl. Legalisiert Cannabis, heißt es dann auf der Seite der Kanzlerin. Herr Schönbohm, graut Ihnen vor diesen Mitentscheidern? Nein, mir graut nicht, weil sie keine Mehrheiten finden werden für absurde Vorstellungen. Von daher gesehen kann man sich mit auseinandersetzen. Das Beispiel, was Sie genannt haben, da geht es ja auch, das müssen wir hinzufügen, um die Frage, wie man mit dem geistigen Eigentum im Internet umgeht. Und die Frage muss man auch mal intensiv erörtern, weil das eine Frage ist, die auch an die Grundlagen unserer Kultur geht und an die, die geistiges Eigentum sozusagen schaffen und daran teilhaben wollen. Von daher ist es nicht so ganz einfach. Und darum finde ich, dass diese Fragen in einem intensiven Dialog erörtert werden sollen. Und wenn die auf die Straße gegangen sind und 100.000 Jugendliche sozusagen davon überzeugt haben, dann zeigt das, wie ernst die Sache ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Haben Sie schon mal was vom Netzrat der CSU gehört? Nein, ich bin da im Netz nicht so richtig zu Hause. Sind zu viele Politiker im Netz nicht richtig zu Hause? Also es ist besser geworden. Vor 2 oder 3 Jahren konnte man sie fast von einer Hand abzählen. Mittlerweile sind immer mehr im Netz zu Hause. Das bringt auch die Verbreitung von Smartphones. In so einer Sitzung kann man noch mal kurz auf dem Handy schauen, was so passiert ist im Netz. Aber so richtig verstanden haben es eher die jüngeren Politiker. Und das Durchschnittsalter unserer Politiker ist ziemlich alt. Die Entscheidungsträger sind alle in einem Alter, wo man noch hofft, sich nicht mehr mit dem Internet beschäftigen zu müssen. Aber wir haben eine junge Bundeskanzlerin verglichen, einen jungen Bundespräsidenten. Also von daher gesehen, ich bin älter, ich habe meine Enkelkinder als Ansprechpartner. Das ist das Problem. Diejenigen, die jetzt in entscheidenden Rollen sind, die sind über 50. Und die 50- bis 60-Jährigen sind so circa die verlorene Generation für das Internet. Die hoffen noch, aber dass sie überarbeitet. Sie hoffen noch, dass sie bis zur Rente durchkommen. Die über 60-Jährigen, die sind in Rente, die kommunizieren mit ihren Enkeln, die haben Zeit, die recherchieren im Internet. Gut. Jetzt müssen wir ganz kurz noch mal besprechen, was die Internetaktivisten auch eurer Meinung nach besser machen oder vielleicht nicht ganz so gut machen. Milena, was sagen die User? Da wurde noch mal eine Antwort auf die Frage gekommen, warum Herr Beckedahl einfach erfolgreicher ist mit seiner Aktion. Netzaktivisten gehen auf die Nutzer ein und suchen den Konsens. Politiker führen selten Diskussionen mit dem einfachen Bürger. Herr Schönbaum, Sie haben es gerade selbst angesprochen, Sie wollen den Dialog vertiefen. Können Sie noch mal sagen, wie wollen Sie es machen?
Ich kann sagen, wie ich es gemacht habe. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt mehr in der Politik. Zunächst mal im Wahlkreisbüro mit den Bürgern, die mich ansprechen. Aber etwas anderes, wenn der Politik und bekannt sind, dann sprechen die Leute sie von sich auf an. Wenn ich einkaufen gehe, ich kann nicht einkaufen gehen auf dem Markt, ohne angesprochen zu werden. So haben sie viele Diskussionsmöglichkeiten mit ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und sie können sich ein Bild daraus ableiten und auch feststellen, dass es Dinge gibt, die sie nicht mehr richtig verstehen. Also ich gebe freiwillig zu, die Netzaktivitäten habe ich zunächst nicht richtig verstanden, bis ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Aber das ist doch, Entschuldigung, das sind doch überwiegend, das ist doch simulierte Demokratie. Wieso simuliert? Oder lassen Sie mich mal aus. Ich meine Sie ja gar nicht. Die Politiker, die twittern. Ja, was twittern die da? Ich rede ja nicht mit Ihnen. Wir reden jetzt gerade über soziale Netzwerke und Twitter. Entschuldigen Sie, gucken Sie mal einen Moment weg. Ich rede nicht mit Ihnen, sondern über das Problem, über das wir gerade gesprochen haben. Sind die im Netz zu Hause oder nicht? Die Jüngeren versuchen sich im Netz eine Plattform zu schaffen. Aber was twittern die da? Das ist der reinste Quatsch. Ab und zu ist mal was von Substanz dazwischen. Das ersetzt doch nicht, wir reden hier über die Entscheidung und direkte Demokratie, das ersetzt es nicht, das simuliert es. Aber die Bürger können doch richtig twittern. Ich rede jetzt nicht über die Politiker, sondern über die Parteien. Entscheidend ist die Frage, ob die Menschen schon mal angefangen, in Parteien was mitzubestimmen, ob die eigenen Mitglieder was mitzubestimmen. Das haben sie nicht. Also, Herr Jörges, ich sage Ihnen mal, was eine moderne Partei ist. Ja, ist gut, dann gründet doch eine moderne Partei. Die gibt es ja schon. Ich will es Ihnen mal erzählen. Ja, die Piratenpartei. Ja, nein, na? Es gibt moderne Verfahren wie Parteimitglieder oder auch darüber hinaus aus dem Volk durch Urwahlen und Vorwahlen Kandidaten ausgewählt werden. Die französischen Sozialisten haben bei der vorletzten Präsidentschaftswahl, winken Sie nicht ab, da können Sie was von lernen. Wir reden eben über Twitter. Nun seien Sie doch mal still und hören Sie mal einen Moment zu. Ja? Wenn Sie schon nicht im Internet sind, hören Sie wenigstens hier mal zu. Die haben ihren Spitzenkandidaten durch ihre Mitglieder wählen lassen. Die haben bei der Gelegenheit 70.000 neue Mitglieder gewonnen. Das waren 50% mehr, als sie vorher hatten. 50%. Im vergangenen Jahr haben sie den Kandidaten für die Präsidentschaftswahl jetzt, der gegen Sarkozy antritt, auswählen lassen durch eine offene Vorwahl. Da konnte sich jeder aus dem Volk dran beteiligen. Da waren 2,5 Millionen am ersten Wahlgang beteiligt und 2,7 Millionen im zweiten. So eine Mobilisierung hatten die nie. Das ist moderne Demokratie. Und die haben auch den richtigen Kandidaten ausgesucht, der nämlich Sarkozy richtig gefährlich wird. Geben Sie die Diskussion jetzt frei. Nachdem Sie zugehört haben, bitte. Danke sehr. Ich wollte nur mal untertänigst anbringen. In den USA haben wir ein ähnliches Verfahren. Das läuft ganz anders. Und dieses Verfahren ist abschreckend. Oder finden Sie das gut? Das finde ich sehr gut. Na gut. Obama hätte ohne Vorwahlen nie eine Chance gehabt, Präsident zu werden in den USA. So, und jetzt erklären wir das an dieser Stelle ganz kurz, damit auch alle wissen, worüber wir an dieser Stelle reden. Also, es ging darum, dass bei den Vorwahlen gerade die Republikaner unterschiedliche Kandidaten durch die Turnhallen schicken im ganzen Land und dann wird da diskutiert und dann stellen sich die Anhänger in die Ecke, das ist so, in manchen Ländern, in manchen ist es anders, wo sie dafür sind und so wird dann halt abgestimmt. Das heißt, die müssen diese Ochsentour durch ihre Partei, durch das ganze Land machen und sich da beweisen. Die SPD hatte über Ähnliches nachgedacht, sozusagen eine Urwahl zu machen. Wäre das nicht auch für die CDU? Gut, jetzt wird Frau Merkel wieder antreten, sicherlich beim nächsten Mal, es sei denn, Sie haben dann neue Diskussionen, neue Informationen, aber wäre das vielleicht für Ihre Partei nicht auch ein Schritt, um sich wieder zu öffnen und aus diesen, was haben wir denn gerade, 37% wieder rauszukommen? 38 heute, aber kann ja morgen wieder anders sein. Von daher gesehen ist das ja alles flexibel. Nein, ich glaube, das würde der Partei hilft, etwas anderes, offen sein mit den Themen, darüber sprechen und dann Positionen entwickeln, die man auch gemeinsam vertritt. Frau Merkel braucht sich nicht zur Urwahl stellen. Dass sie gewählt wird, ist vollkommen klar. Ihre Autorität ist ungebrochen. Seit einem halben Jahr ungebrochen. Ungefähr, das stimmt schon. Vorher überhaupt nicht. Ja, stimmt ihm nur einmal, du sagst ungebrochen. Wollen Sie die Zeit dazu? Nee, jetzt schreiben wir uns nicht über die Zeit. Die Angela Merkel, sondern ich komme jetzt nochmal mit den Amerikanern und den Verfassungsgründern. Jetzt werden wir nochmal grundsätzlich. So, also, der Alexander Hamilton, 1788, einer der Mitgründer der USA, sage ich mal, Gründerväter, sagt Folgendes. Wenn sich das Volk versammelte, befand es sich am Ort der Debatte ein zügelloser Mob, der zur Beratung nicht fähig und zu jeder Ungeheuerlichkeit bereit war. Und damit begründete er die großen Vorteile der repräsentativen Demokratie. Herr Becke, da ist das Internet heute der Ort, an dem sich der zügellose Mob versammelt. Ich sage nicht mehr als in der normalen Welt.
Also das Internet bildet ja eigentlich auch nur das ab, was in der normalen Welt ist. Also ich bin immer verwundert, wenn ich mit Politikern rede, die auf einmal ganz erstaunt sind, wo die ganzen erbosten Bürger herkommen, die ihnen Mails schreiben. Die waren schon immer da, die haben bisher immer nur ihre Fernbedienung angeschrien und jetzt schreiben sie halt mal Mails. Jetzt kommunizieren sie halt mal zurück. Gut. Das hab ich richtig. Und jetzt sind wir gerade bei den Mails und da bringen wir gleich die nächste rein. Sie kommt von Ado und hier ist sie. Direkte Demokratie ist natürlich nicht von heute auf morgen sicher für jeden Bürger einfach. Aber ich denke, mit der Zeit würde sich eine neue Demokratiekultur entwickeln. Weil eines ist dann ja klar, keiner kann mehr über andere meckern. Sagt Ado Becher. Und wir fragen unser Publikum, das hier sitzt, wie heißt du? Patrick. Patrick, findest du das gut, mehr direkte Demokratie, nach dem, was du heute alles gehört hast? Jein, also manchmal würde ich es mir wünschen, aber bei so... Wann würdest du es dir wünschen? Wenn es, ja, das ist eine gute Frage. Ja. Wenn es um kleine Themen geht, aber es ist so, also jetzt als Gegenbeispiel zum Beispiel, wenn es um Sachen geht wie Griechenland oder komplexe Themen, die ich jetzt nicht so für mich verstehen kann, die würde ich, also da sage ich, da braucht es Experten und die müssen sich darum kümmern. Wie siehst du das? Dich hatten wir gerade schon, frage ich dich trotzdem nochmal. Ja, ähnlich. Also ich denke auch, dass es halt... Doch die Fachexpertise, die sich Politiker holen können, die können wir uns halt oft leider nicht so schnell holen. Wie, gut, da kann man auch nicht mehr meckern, ne, hinterher. Bei was? Bei Politikern? Ja, genau, wenn die sich damit auseinandergesetzt haben. Doch, natürlich, wir können sie bei der nächsten Wahl dazu bestrafen. So sieht es aus. Ja gut, vielen Dank für deine Meinung, Herr Schönbohm. Jetzt brauchen wir doch die Experten oder sollen wir uns dann noch nicht beschweren, wenn die Experten tun, was sie tun sollen, wollen? Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie bestimmte Bereiche... die sich nicht zutrauen, im Rahmen der direkten Demokratie sich ein Urteil zu bilden. Das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum ich der Auffassung bin, dass die repräsentative Demokratie sozusagen die richtige Grundlage ist. Und auf der Basis werden Politiker und Politikerinnen gewählt, die die Aufgaben wahrnehmen. Und dann kommt eine Frage, die in Amerika eine große Rolle gespielt hat. Würdest du von dem einen Gebrauchtwagen kaufen? Was ich damit meine, vertraust du dem? Und darum, glaube ich, ist das Vertrauen in die Politik oder in die Politiker ein Kapital, das sich langsam aufgebraucht hat. Und da muss man sich auseinandersetzen, was kann man tun, um das wiederherzustellen, sodass wir sagen, in der schwierigen Zeit, verstehen wir nicht genau, aber wir glauben, dass es richtig macht. So, jetzt Frage Experten, sagen die Zuschauer, brauchen wir. Wie war denn das mit den Experten, die wir bei ACTA gebraucht hätten, Herr Beckedahl? Hatten wir die da richtig im Bundestag sitzen oder wie ist Ihre Meinung? Nee, leider nicht. Also ACTA ist ein internationales Handelsabkommen, was 5 Jahre lang hinter verschlossenen Türen auf internationaler Ebene ausgehandelt wurde. Da saßen die Lobbyisten, der Rechteverwerter, Hollywood und Co. mit am Tisch. Aber die Allgemeinheit, die Zivilgesellschaft, Wissenschaftler saßen nicht mit am Tisch. Und das ist ein großes Problem. Zum Schluss präsentiert man dann quasi dem EU-Parlament ein internationales Handelsabkommen, was in das Leben der Internetnutzer eingreifen kann. Aber die sind nicht gefragt worden, die waren nicht beteiligt, die sind jetzt sauer. Und die EU-Parlamentarier sind auch nicht gerade erfreut, dass sie dann nur noch zustimmen sollen, aber nicht mitentscheiden konnten. Da müssen Sie doch eigentlich hoch erfreut sein, dass Jungs wie Markus Beckedahl kommen und den Experten sagen, wo sie nicht Experten sind. Was mich verwundert, wirklich verwundert ist, Ihre Aussage, in allen Ländern der Europäischen Union ist es gleichermaßen so gemacht worden, dass es keiner gemerkt hat, das wäre ja eine unglaubliche Verschwörung. Das glauben Sie doch selber nicht. Ja, doch. Sondern es war, ja, nein. Fragen Sie mal unsere Bundesregierung. Also ich habe erst gestern Herrn parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Peter Altmaier, in einem Interview erlebt, wo er sagte, das Thema haben wir im Bundestag noch nicht behandelt. Das ist richtig. Da habe ich nachgeguckt, nee, das ist nicht richtig. Auf bundestag.de sieht man, dass es in ganz vielen Ausschusssitzungen in den letzten 2 Jahren diskutiert worden. Und ich frage mich, hat das keiner mitbekommen? Wo saßen denn die ganzen Politiker? Also Jetzt mache ich einen etwas billigen Scherz. Eben haben Sie gesagt, es ist heimlich gemacht worden, keiner hat was gemerkt, in allen Ländern der Europäischen Union. Jetzt sagen Sie, es ist in den Fachausschüssen behandelt worden. Und Peter Altmaier, wenn der nicht in einem der Fachausschüsse ist, der kann nicht wissen, was in allen Ausschüssen behandelt wird. Wenn Sie das von ihm verlangen, dann kann er die anderen Aufgaben nicht wahrnehmen. Ich habe gesagt, dass dieses Abkommen auf internationaler Ebene hinter verschlossenen Türen verhandelt worden ist. Natürlich gab es dann immer mal Berichterstattungen, dass da was abläuft. Aber das EU-Parlament hat lange Zeit versucht von der EU-Kommission, diesen Vertragstext zu bekommen. Sie mussten fast klagen. Erst der Druck der Öffentlichkeit und der EU-Parlamentarier hat dazu geführt, dass die EU-Kommission diesen Vertragstext überhaupt auf die Webseite stellt.
Ohne diesen Druck wäre das nicht passiert. Jetzt, wir wissen immer noch nicht, was da passiert. Jetzt halten wir dem Herrn Beckedahl zugute, dass er wirklich einige überrascht hat im Bundestag mit seiner Aktion und halten euch zugute, beziehungsweise, was rede ich eigentlich gerade, geben euch die Chance, noch mehr Fragen jetzt loszuwerden. Herr Schönbaum, Login direkt heißt unsere Sendung. Sie bewegen sich bitte zu der Kollegin Milena Bonse einmal rüber, genau in diesem Moment. Und dann gibt es, Milena, wie viele Fragen in wie vielen Minuten? Sie haben 2 Minuten Zeit, 5 unserer wichtigsten User-Fragen zu beantworten, die heute den Tag über reinkamen. Ich bitte Sie einfach ganz kurz zu machen. Wir sagen immer eine Twitter-Länge, also 140 Zeichen, sprich ganz, ganz kurz. Sie können es mir einfach direkt erzählen. Ich kann das gar nicht lesen, was hier steht. Nee, genau, hier kommt's. Ich lese es Ihnen vor und Sie antworten mir. Gut? Gut. Fangen wir an. Wovor hat die CDU Angst beim Thema direkte Demokratie? Die CDU hat keine Angst vor direkter Demokratie auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Sie hat Sorge, dass auf Bundesebene es zu einer Fragmentierung führt. Frage 2. Wie deuten Sie den Ruf nach mehr Mitspracherecht aus der Bevölkerung? Ist das für Sie ein Zeichen von rasant steigendem politischen Interesse in der Bevölkerung oder an mangelhafter Arbeit bei der Interessensvertretung? Ich glaube, es ist eine fehlende Fähigkeit zu kommunizieren, was sich verändert hat, was sich verändern muss. Und die Bürger begreifen nicht die Unterschiedlichkeit der Parteien, die ist immer mehr abgeschliffen durch auch allgemeine Formulierungen. Denken Sie an die 140 Zeichen? Also, kurz und knapp, die Unterschiede zwischen Parteien sind zu gering und die Politik informiert nicht genug. Gut. Frage 3. Haben Sie Angst, dass Online-Abstimmungen manipuliert werden könnten? Ich kann das nicht endgültig beurteilen. Alles, was ich weiß, gibt es Systeme, die das verhindern. Hm? Ups. Und Frage Nummer 4. Wieso werden zu Themen wie dem Euro nicht öfter Volksabstimmungen durchgeführt? Weil wir die Möglichkeit der Volksabstimmung auf Bundesebene nicht haben. Und ich habe ja erklärt, warum ich dafür bin, dass es nicht stattfindet. Ja, ist doch logisch. Klare Antwort. Und die 5. Wie soll direkte Demokratie im Internet aussehen? Da fragen Sie hier unseren anderen Diskussionsteilnehmer. Der hat dazu Vorstellungen. Ich glaube, dass direkte Demokratie im Internet nicht funktionieren wird. Vielen Dank, Herr Schönbaum. So. Unser nächsten Gast hat das Internet dabei geholfen, sein Volksbegehren durchzusetzen. Wir haben schon darüber gesprochen heute in der Show. Sebastian Frankenberger wollte strengeren Nichtraucherschutz in Bayern. Ausgerechnet im Heimatland der gepflegten Gastlichkeit. Er hat es geschafft, aber auch einen hohen Preis bezahlt. Er hat es schon einmal gewagt. Sebastian Frankenberger schob 2009 das Volksbegehren zum Thema Nichtraucherschutz an. Ein heißes Eisen in der bayerischen Wirtshauskultur. Rund ein Drittel der Stimmberechtigten folgten der Einladung und gaben ihre Stimme ab. Mit dem Ergebnis, dass Bayern nun das strengste Rauchverbot in Deutschland hat. Für Frankenberger hatte das Folgen. Er wurde auf einen Schlag bundesweit bekannt, allerdings auch für seine Gegner. Die belegten ihn mit Hass-E-Mails, Morddrohungen, Hausverboten und vielen, vielen Zigarettenkippen. Gelohnt hat sich der Volksentscheid trotzdem, meint Frankenberger. Und damit herzlich willkommen bei Login. Sie haben einiges in Kauf genommen, wir haben es gerade gehört, von Morddrohungen bis zu finanziellen Einbußen. Sie haben richtig investiert. Haben Sie je daran gedacht, aufzugeben? Nein, niemals. Also wenn man mal so eine Kampagne gestartet hat, dann ist man mittendrin und die Morddrohung kam eigentlich erst, als umgesetzt war. Und was wir erreicht haben, war Jugendschutz, war Gesundheitsprävention. Die Zahlen sagen jetzt, dass die Rate der rauchenden Jugendlichen runtergeht. Wir haben die direkte Demokratie angestoßen, die Diskussion, und darum hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Haben Ihnen eigentlich Politik und Verwaltung geholfen dabei oder eher Steine in den Weg gelegt? Also ohne politische Parteien hätten wir es nicht geschafft. Hauptsächlich die ökologisch-demokratische Partei mit ihren ganzen Mitgliedern, aber auch viele anderen. Da bin ich mittlerweile Bundesvorsitzender. Okay. Aber haben wir das auch geklärt? Was viel wichtiger war, die Steine, die wir in den Weg bekommen haben, waren die 10%-Hürde zum Beispiel beim Volksbegehren. Man muss sich vorstellen, innerhalb von 14 Tagen muss man 10% der Wahlberechtigten auf das jeweilige Rathaus bringen, wo man gemeldet ist zu den normalen Öffnungszeiten. Das ist fast unschaffbar. Wow. Ja. Darum braucht man Hürden, die schaffbar sind. 5%-Hürde. Haben die auch am Wochenende offen? 2 Stunden am Wochenende. Okay. In Bayern total unterschiedlich geregelt in 2000 Gemeinden. Jetzt lassen Sie sich von der direkten Demokratie und Mobilisierung nicht abschrecken. Ihr nächstes Projekt ist was? Die Direktwahl des bayerischen Ministerpräsidenten. Ah, warum? Weil es zum einen vor Ort funktioniert,
Bürgermeister sind direkt gewählt. Und weil wir sagen, in Bayern haben wir zwei Ministerpräsidenten erlebt, die im Wahlkampf gar nicht im Spiel waren. Und jetzt wollen wir einfach, dass im Vorfeld klare Verhältnisse geschaffen sind. Und zweitens ganz wichtig, die Trennung von Amt und Mandat muss eingeführt werden, dass eine Regierung nicht mehr im Parlament sitzt, dass also das Parlament auch wieder die Regierung kontrollieren kann, dass notfalls ein Ministerpräsident regiert, der gar nicht die Mehrheit im Parlament hat und da wirklich Politik erst wieder richtig entsteht. Gehen wir das gleich mal weiter an Herrn Schönbohm. Können Sie sich das vorstellen, den Ministerpräsidenten direkt vom Volk wählen zu lassen? Also vorstellen kann ich mir vieles, aber ob es zweckmäßig ist, das ist die andere Frage und wie dann die Stellung ist. Und Sie haben ja gesagt, Sie wollen auch einen Ministerpräsidenten haben, der gegen eine parlamentarische Mehrheit regiert. Das entspricht nicht meinem Verständnis von Demokratie, sondern der Ministerpräsident ist gegenüber dem Parlament verantwortlich und der muss auch vom Parlament abgewählt werden können. Das kann er nicht, wenn er direkt gewählt wird, kann er vom Volk abgewählt werden. Dann kann er vom Volk abgewählt werden, aber wir arbeiten auch gerade den Gesetzesentwurf aus, dass es bedingte mehr als Abwahlmöglichkeiten gibt, dass das Parlament einen Ministerpräsidenten abwählen kann und im Gleichzug ist dann auch das Parlament mit der Neuwahl. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, es funktioniert bestens in Österreich. Polen hat es gerade eingeführt, die Direktwahl, warum nicht bei uns? Das sind die typischen CDU-Argumente, die kennen wir auch. Als die Oberbürgermeister Direktwahl eingeführt werden hat sollen, hat man genauso argumentiert, das wird nicht klappen, funktioniert alles nicht. Es klappt bestens in Bayern. Vor 50 Jahren oder wann? In Bayern wird doch schon lange die Oberbürgermeisterwahl direkt gemacht. Ne? Jetzt haben wir eine Situation, dass die großen Volksparteien händeringend um Stimmen kämpfen und auf ihre Prozente kommen wollen. Wenn die sich nicht öffnen, befürchten Sie, dass es dann schlechter wird? Auf jeden Fall. Die Wahlbeteiligung wird noch weiter zurückgehen und die Bürger haben eine Frustration. Und darum braucht man dringend, also ich bin auch ein Kämpfer für direkte Demokratie, aber als Ergänzung. Wir brauchen die parlamentarische Demokratie. 2000 Gesetze pro Jahr im Bundestag können wir nicht vom Volk abstimmen. Aber es geht darum, für Sachthemen, gerade wenn es um Eurokrise geht, vielleicht um den Atomausstieg, auch die Bürger mit entscheiden zu lassen. Vielen Dank für Ihre Meinung. Schön, dass Sie hier sind. Und wir gehen jetzt gleich nochmal in unsere Runde. Zum Herrn Jörges. Jetzt haben wir die Europapolitik, die Atompolitik und den bayerischen Ministerpräsidenten. Würden Sie bei allen drei Themen mitgehen? Na, bei der Direktwahl des Ministerpräsidenten habe ich insofern ein Problem, weil ich auch die Situation sehe, dass der Ministerpräsident dann gegen eine parlamentarische Mehrheit regieren muss. Wie soll das funktionieren? Er muss sich dann eine Mehrheit zusammensuchen im Parlament. Machbar ist das alles. Ich will mich da so nicht. So ist es ja in den USA teilweise zum Teil. Das ist aber auch ein anderes Verfassungssystem. Ja. Und da ist es der nationale Präsident, der direkt gewählt wird. Der auch viel mehr selber entscheiden kann, also ohne dass er in jedem einzelnen Fall den Kongress dazu braucht. Was waren die anderen Themen nochmal? Atomkraft, Europapolitik. Natürlich, alles. Ich glaube, alles kann abgestimmt werden. Es muss entsprechend, da bin ich anderer Meinung, es darf dann in solchen Fragen nicht zu niedrige Quoren geben, weil dann über alles, dann gibt es auch Zufallsmehrheiten oder zu niedrige Mehrheiten für wichtige Fragen. Da müssen schon Quoren vorhanden sein, die die unwichtigen von den wichtigen Fragen trennen. Und wenn die Menschen mit einer entsprechend großen Mehrheit glauben, sie wollen über Euro-Fragen abstimmen, dann sollen sie es tun in den anderen europäischen Staaten. Ist ja abgestimmt worden, als der Euro eingeführt wurde. Nur die Deutschen, die ihre D-Mark aufgegeben haben, durften es nicht. Und da spielen ja historische Dinge mit. Die Deutschen sind immer ein bisschen Nazi-verdächtig und die dürfen das nicht. Die Zeiten sind nur wirklich vorbei. Jetzt haben Sie gerade die Quoren angesprochen und wir haben gerade auch über die Europapolitik angesprochen. Herr Frankenberger hat es gesagt, Herr Seehofer hat es selber gesagt, er war gerade in der Schweiz und ist jetzt ein großer Fan der direkten Demokratie. Ja, er sagt aber nicht genau, wie es funktionieren soll. Das ist eine billige Finte. Er ist ja gegen Volksentscheide auf Bundesebene und da auf einmal ist er jetzt dafür. Wie soll es denn funktionieren konkret? Lassen wir uns jetzt noch mal darüber reden. Jetzt haben wir viel über das Prinzip gesprochen, aber wie soll es denn konkret ablaufen? Sie haben die Quoren angesprochen. Also wenn wir jetzt sagen, Volksentscheid auf Bundesebene. Wie müsste so ein Quorum sein? Wie müsste so eine Frist sein, damit das vernünftig funktioniert? Es gibt ja üblicherweise gibt's ja ein zweistufiges Verfahren. Erst das Volksbegehren, damit man mal feststellt, gibt es eine entsprechend große Volksbewegung, damit man es dann zum Volksentscheid stellt. Wenn es zum Entscheid kommt, glaube ich persönlich, dass man ungefähr das nehmen soll, was es in Baden-Württemberg auch jetzt gibt. Und was das Volk, weil die Frage Stuttgart 21 wichtig war, dann auch genommen hat. Die Hürde nämlich mindestens 30% der Wahlberechtigten. Das, glaube ich, schon ist notwendig. Wenn es niedriger liegt, 25-20%, dann gibt es die Chance, wenn dann nur 20% oder 21% hingehen, mit Mehrheit entscheiden können, sich ausrechnen, wie viel der Wahlberechtigten dann eine wichtige Frage entschieden haben. Das ist mir zu knifflig. Jetzt hat der Herr Frankenberger gerade gelacht, als ich den Herrn Seehofer reingebracht habe. Herr Becker, da ist das vorgegaukelt. Nehmen Sie ihm das ab? Oder ist das für Sie das, was Sie immer gerne hören und was nachher an direkter Demokratie und Mitbestimmung aber viel zu wenig umgesetzt wird? Was Herr Seehofer gesagt hat, oder was? Ja. Ja, keine Ahnung. Herr Seehofer ist ein begnadeter Populist. Der verspricht mal gerne was heute, was er morgen vielleicht nicht mehr hält. Ja. Das weiß ich nicht. Aber
Direkte Demokratie oder direkte Partizipation ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, direkte Partizipation ist erst möglich, wenn wir Informationsfreiheit mehr leben. Und das ist halt so ein Punkt. Wir müssen eigentlich das Informationsfreiheitsgesetz auf den Kopf stellen. Im Moment müssen wir als Bürger, als Bittsteller zur Verwaltung, zum Staat gehen und fragen, ob wir vielleicht mal was bekommen kann. Nee, es produziert keinen Frust, aber es führt nicht zum mündigen Bürger. Ich würde gern, dass mündige Bürger besser die Verwaltung, besser den Staat kontrollieren könnten. Und wenn wir das Ganze auf den Kopf stellen, dann müssen wir eigentlich sagen, der Staat muss so viele Informationen wie möglich rausgeben. Und dann können wir über die Ausnahmen verhandeln und nicht umgekehrt. Sagt Herr, Herr Schönborn, würde das nicht dafür sorgen, dass wir weniger Politikverdrossenheit hätten? Also ich stelle mir einen normalen Bürger vor. Er steht morgens um 6 oder 7 Uhr auf, geht zur Arbeit, kommt dann abends nach Hause. Dann kümmert er sich nicht um seine Frau, nicht um seine Kinder, sondern geht erstmal ins Internet und guckt mal noch, was los ist. Wir reden doch da über eine Kunstperson, wenn Sie es so darstellen. Meine Frage ist, heute gibt es schon so viele Möglichkeiten, sich im Internet über alle Fragen zu informieren, die von grundsätzlicher Bedeutung sind. Wie kommt es denn, wenn man dann den Bürger fragt, dass der Bürger zum Teil relativ wenig weiß? Also, da müssen wir dem Bürger auch sagen, du kannst in diesen Dingen viel besser mitreden, wenn du dich selber auch kundig machst. Dazu müssen wir Anreize geben. Ja, aber erstmal interessiert sich nicht jeder Bürger für alles und auch nicht jeder Politiker interessiert sich für alles. Fragen Sie mal im Bundestag Meine Frage war nur, die können nicht raten, dass die Bürger sich ausschließlich darum kümmern. Davon erwarte ich nicht, ich gehe aber davon aus, diejenigen, die sich für ein Thema interessieren, dass die all die notwendigen Informationen bekommen. Nein, da haben Sie da keine Ahnung von, was es im Internet alles für Informationen gibt. Suchen Sie allein mal auf staatlichen Webseiten Informationen. Also, was Sie brauchen, was Sie im Internet nicht bekommen? Eine ganze Menge. Wir brauchen maschinenlesbare Informationen auf unseren Regierungswebseiten. Wir brauchen viel mehr Informationen, was in den Verwaltungen abläuft. Nicht nur die PR-Webseiten, die halt ein paar Informationen anbieten. Darf ich mal ganz kurz dazwischen sagen? Dieses Ding Politikverdrossenheit, das habe ich vorhin angesprochen. Ja. Und jetzt sind wir da schon wieder weg. Aber das Netz redet gerade drüber. Und deshalb, Milena, hören wir auch rein. Da geht es genau darum, dass eigentlich diese Rolle des Internets, die jetzt hier gerade noch mal eine Rolle gespielt hat, klar da große Defizite gesehen werden. Nämlich die Politiker unterschätzen das Internet. Durch die zunehmende Verbreitung wird das Netz immer mehr und mehr Massen mobilisieren, um unsere Politiker zu bremsen. Und sie sagen ganz klar, hier gibt es mächtig Nachholbedarf. Die Bundeskanzlerin ist offline. Schmarrn, was die da veranstaltet. So, Herr Jörges, Schmarrn. Nee, das ist nur ein Versuch, da mal langsam in diese Sphäre einzudringen. Das ist auch höchste Zeit. Das sollte man den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie es tun. Das ist zu wenig aus meiner Sicht, aber es ist ein Anfang. Die klassischen Parteien ahnen, dass das Internet an ihnen vorbeigeht, dass eine ganze Kultur an ihnen vorbeigeht, dass sie drüber sitzen, es nicht verstehen. Sie sehen aber sehr wohl, dass sie Mitglieder verlieren, dass sie an Wahlbeteiligung verlieren. Sie müssen was tun. Und vor allem haben sie den Wahlerfolg der Piratenpartei gesehen. Und da greift ja Panik um sich, wenn die Piratenpartei im Bundestag sitzt, verändert das die Mehrheitsmöglichkeiten nach der Wahl 2013. Das ist übrigens auch das, was die Piratenpartei will, ist ja eines ihrer maßgeblichen Ziele, nämlich mehr Transparenz herzustellen. Da haben Sie völlig recht. Die wird zum Teil deshalb gewählt, weil Leute Transparenz wollen. Und wenn Sie sagen, Herr Schönborn, das gibt es ja schon, das wollte ich eben noch sagen. Gut. Das gibt es eben nicht. Deshalb hat es hier ein Volksbegehren geben müssen in Berlin, damit die Verträge zur Privatisierung der Wasserversorgung offengelegt werden. Wir haben in Brandenburg Das Gesetz ist unterschiedlich in den Ländern offensichtlich. Da hatte Rot-Rot vereinbart, dass die geheim bleiben. Das ist ein ziemlicher Skandal gewesen. In den Ländern unterschiedlich. Möchte ich noch mal, hier war's so. Ich gebe mir echt noch mal Mühe jetzt. Jetzt möchte ich dieses Politikverdrossenheit noch mal reinbekommen. Ja. Also, ist jetzt direkte Demokratie, die Transparenz, die Markus Beckedahl fordert, auch online, ist es ein Weg, um die Menschen wieder zurückzuführen zur Politik und sie für diese Themen zu begeistern, über die wir eigentlich wahrscheinlich alle gemeinsam reden sollten? Na sicher, wenn Leute mitreden können, mitentscheiden können. Schauen Sie sich doch die Welt heute an. Jede bessere Fernsehsendung ist interaktiv, wo die Zuschauer irgendwas mitwählen können, mitentscheiden können, auswählen können. Ich bin froh, dass das... Jetzt schauen Sie es hier an, ja. So. Das ist die normale Lebenswelt, nicht nur von Jüngeren, sondern auch von Älteren. Es ist eine Täuschung zu glauben, dass das nur Jüngere tun. Dass, wer sich ein bisschen im Leben bewegt, ist da inzwischen Mitglied oder Teil davon. Und das ist unaufhaltsam. Und die Parteien sehen, dass sie da was tun müssen. Und sie schrecken davor zurück, die wirklich wichtigen Teile der Volksbeteiligung freizugeben. Das muss man erzwingen. Sehen die Parteien das wirklich? Ist das nur ein, ganz kurz noch, Herr Schönborn, ist das nur ein gefühltes Defizit? An Mitbestimmung? Das ist ein vermutetes. Okay. Ich habe ja gesagt, dass ich denke, in unserem System gibt es diese Mitbestimmung. Nicht in dem Detailgrad, den Sie wollen. Das ist richtig. Aber da muss man diskutieren, ob wir den eigentlich wollen. Ich will den nicht. Jetzt haben wir am Beginn der Sendung
alle Positionen hier im Studio zur Abstimmung gestellt. Milena, wir haben viel diskutiert. Gibt's News? Ja, wir lösen das Wort jetzt auf. Es gibt ein Ergebnis. Den TED. Soll das Volk direkt entscheiden, war unsere Frage. Seid ihr der Meinung von Herrn Jörges? Ja, Volksentscheide sind dringend notwendig. Oder findet ihr, die Position von Herrn Schönbaum hat recht? Nein, nicht auf Bundesebene. Und hier kommt das klare Ergebnis. 81% sind der Meinung von Herrn Jörges. Ich hätte 70% geschätzt, aber... Ich hätte 70% geschätzt, sagt Herr Schönbaum. Was sagt Herr Beckedahl? Klarer Auftrag? Ja, auf jeden Fall. Also Politik muss sich öffnen. Wir haben keine Politikverdrossenheit, wir haben eine Parteienverdrossenheit. Und wenn sich unsere Parteien nicht öffnen, wenn sie unsere Demokratie nicht öffnet, dann kriegen wir zukünftig Politikverdrossenheit. Und das ist schädlich für eine Demokratie. Letzter ganz kurzer Satz, Herr Jörges. Große Zustimmung, aber jetzt müssen sich die Bürger Mühe geben, oder? Die geben sich sowieso immer Mühe. Die geben sich Mühe, mitzubekommen, was die Politik macht. Ja. Sie geben sich Mühe, Transparenz herzustellen. Sie geben sich Mühe, Einfluss zu nehmen. Sie geben sich Mühe, im Internet an Parteien hinzuschreiben. Sie geben sich überhaupt im ganzen Leben Mühe, das Leben zu bestehen und damit der Staat ihnen nicht aus der Hand genommen wird von Interessengruppen. Also am Bürger liegt es nicht. Es liegt an denen, die die Wege öffnen müssen. Und das ist Zeit jetzt dazu. Das muss passieren. Das wird auch passieren, bin ich ganz sicher. Herr Jörges, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Markus Beckedahl, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Herr Frankberger, euch zu Hause. Und Sie haben die Möglichkeit, jetzt noch 20 Minuten mit Herrn Schönbohm zu chatten, wenn ich richtig informiert bin. Und Herr Jörges alle Fragen, ist doch besser. Der hat dann alle Fragen zu beantworten, die noch offen geblieben sind. Und wer mitreden will, Milena, bekommt auch eine Chance hier bei uns im Zweiten. Genau, im Zweiten. Da gibt es nämlich die Aktion Ich kann Kanzler auf kanzler.zdf.de. Findet ihr alle Informationen. Dort könnt ihr euch aktiv in die Politik einmischen. Wow, wir sehen uns wieder am kommenden Mittwoch 21 Uhr bei Login. Im ZDF Info, bei ZDF Info und bei login.zdf.de. Bis dahin alles Infos natürlich bei Twitter, Facebook und StudiVZ. Bis dann. Tschüss aus Berlin. Tschüss.